Meine Damen und Herren, zuerst eine Frage an dich, Karl. Hast du in deinem Leben je einen Stand-by haben müssen? Ah, zum Glück kann ich so viel Englisch, dass ich weiß, was das ist. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich nicht daran. Wirklich nicht. Das heißt, Karl Graf brauchte nie irgendeinen Ersatz, weil er keinen Ton mehr herausbrachte. Bei den Sängerinnen und Sängern ist das ganz was anderes. Indisponiertheit. Raphael Höhn, erklär uns doch, was das ist. Das ist eine sehr unangenehme Sache als Sänger, wenn man ein Konzert hat und kurzfristig am Morgen plötzlich merkt, meine Stimme ist nicht mehr da oder es ist ganz viel Schleim drauf. Und dann ist man vor der Entscheidung, will ich dieses Konzert singen und mich unter meiner Qualität präsentieren oder muss ich einen Ersatz suchen, geht es gar nicht mehr. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl als Sänger. Dieses unangenehme Gefühl hatte heute Morgen unser Tenor. Eine der tragenden Rollen, Georg Poplutz, mit einer großartigen Partie, beteiligt bei 4 Nummern. Ich bekam dann immer wieder mal ein SMS, geht nicht besser. Und dann habe ich gesagt, wir müssen handeln. Ich habe Raphael Höhn, er ist bei uns im Chor dabei, ist aber auch an der Aufbauarbeit einer schönen solistischen Karriere, Telefon gegeben. Du warst, glaube ich, am Morgencafé. Ich war beim Morgencafé. Wie ging das dann zu und her? Ich habe gesehen, Rudolf Lutz ruft mich am Freitagmorgen an. Das kann nichts Gutes bedeuten. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie von mir ein Telefon bekommen am Morgen, ist das ein schlechtes Zeichen. Sie müssen ja nicht abnehmen. Er soll doch auf Chromebox reden. Also, netterweise hat er abgenommen. Ich habe ihn gefragt, bist du in der Schweiz? Das hätte ja gut sein können. Die internationalen Karrieren tragen einem weg. Vielleicht wäre er in einer Opernproduktion gewesen. Er sagte mir nein. Und ich sagte, könntest du allenfalls heute Abend in Trogen als Standby einspringen, sollte es Georg nicht gut gehen? Was geht dann bei dir los? Dann geht es richtig los. Dann hat man zwischen dem ersten und dem zweiten Telefon hat man 5 Minuten Zeit, sich die Noten kurz anzuschauen, vielleicht kurz reinzuhören, was da auf einen zukommt. Muss dann in 5 Minuten entscheiden, ist das machbar oder überhaupt nicht. Ich bin aufs Risiko eingegangen. Bei einer Matthäus-Passion wäre das viel einfacher. Da hätte ich sagen können, ich will bei meinem Jesu wachen. Das kennt er, das hat er schon gesungen. Aber diese Kantate, die ist unbekannt. Man kennt sie nicht. Sie werden sie hören und wahrscheinlich auch nachher, wie es uns allen gegangen ist, sehr herzlich bewundern. Es war nämlich eine Trauerfeier für einen hohen Herrn. Karl Graf wird nachher aus dieser Leichenpredigt vorlesen, denn die Leichenpredigt ist erhalten. Und das Spannende ist, wir hören, wie so etwas aufgebaut wurde. Karl hat mir gestern bei der Vorbereitung erzählt, was muss es haben in einer guten Leichenpredigt? Erstens. Ja, da kannst du jetzt repetieren, ob du es noch weißt. Ja, also, ja. Erstens, drittens, zweitens die Laudatio, das weiß ich noch. Das ist der Lebenslauf. Auch das nicht, nein, die Laudatio. Also warte mal, erstens, ich krieg's schon noch hin, man ist auf der Bühne doch ein bisschen nervös. Ja, ja. Es geht... Ja. Um die Lamentatio. Sehr gut. Ja. Und zweitens die Laudatio, also der Lebenslauf, das sei falsch. Und drittens die Consolatio, der Trost. Aber warum ist das nicht Laudatio? In die Predigt gehört noch ein richtiges Loblied für den Verstorbenen hin. Der Lebenslauf, der kommt dann nachher in diesem Gottesdienst. Das
Der Ganze ist im Druck erschienen später oder auch der Lebenslauf geht auch noch etwa 10 Seiten lang, obwohl der Verstorbene anscheinend gewünscht habe, man solle das dann kurz machen. Aber der Pfarrer fand, in Anbetracht der Bedeutung dieser Persönlichkeit müsse man schon noch ein bisschen zugeben. Gut, wir werden auf dieses Thema zu sprechen kommen. Jetzt, wie klingt diese Musik? Gleiche Tonart wie die Hammelmesse. Eigentlich auch ein bisschen der gleiche Ton. Wenn Sie mein Arbeitsblatt zur Hand nehmen, sehen Sie bei Alfons die umkreiste Figur. Dann die Oboe, die Geige. Das ist ein bisschen die Lamentatio, habe ich den Eindruck. Jetzt, wenn Sie diese Figur ein paar Mal hören, Raphael, 100 Punkte sicher, kein Problem. Johannes Passion, Matthäus Passion, Entschuldigung. Wir setzen uns in Tränen nieder. Genau. Schlusschoral. Schlusschoral der Matthäus-Passion mit dem gleichen Motiv. Sicher ein Zufall. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht auch keiner. Man weiß es bei Bach nie. Er zitiert ja sehr wenig. Aber in diesem Sinne eine Figur, die hinaufgeht und dann niedersinkt. Bei der Matthäus-Passion hier und hier. Was macht die Violine? Sie machten die Oboe und die Bassgruppe. Es ist ein Trio von Flauto Traverso, Oboe, D'Amore, Violino. In der Überlieferung, wie wir das Kantatenwerk erhalten haben, nämlich keine originalen Stimmen, in einer Abschrift von einem Bach-Schüler. Dieser Bach-Schüler, der hieß Friedrich Penzel. Und man weiß nicht, was ist alles von Bach, was ist alles von ihm. Wir werden nachher noch ein bisschen auf das zu sprechen kommen. Aber die gelehrten Bücher sind voll von Mutmaßungen, die sehr spannend sind. Also 3 leise Instrumente, Solo, dann ein Tenor und heute ich als Bass und ein Basso Continuo. Schauen Sie doch die 2. Zeile von Alfons an. Ich hab's betextet. Ich lasse dich nicht. Und wenn Sie jetzt schauen bei Bertha, wir nehmen jetzt die Originalversion, also wie es bei Bach geschrieben ist. Ich sing den Bass, Raphael singt den Tenor. Ich lasse dich nicht, du singest nicht, ich lasse dich nicht, du singest nicht. Ein Wechselspiel 2 Stimmen. Aber es ist noch mehr verzahnt, als ob die beiden sich halten oder ob man sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir werden das gleich einmal in einer ungewöhnlichen Art vorführen, doch soll uns Karl sagen, woher eigentlich dieser berühmte Satz, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, kommt. Ja, es ist tatsächlich ein berühmter Satz, der uns weit zurückführt in die biblische Geschichte. Es handelt sich um die Geschichte von Jakob und Esau. Jakob hat ja seinen Bruder Esau betrogen um das Erstgeburtsrecht, musste dann fliehen und kommt jetzt nach langer Zeit wieder zurück und möchte sich mit seinem Bruder versöhnen. Er hat
zur Sicherheit verschiedene Gaben, das heißt verschiedene Tierherden, vorausgeschickt als Geschenk an seinen Bruder. Am Jabok-Fluss hat er alle über die Furt geführt und am Schluss bleibt er dort noch allein zurück. Es wird Nacht und da wird er gepackt von jemandem, der mit ihm ringt, die Nacht durch bis gegen das Morgengrauen hin. Wer ist das? Aus den Begleitworten merkt man, dass es ein Flussdämon sein muss. Es kann nicht Gott sein. Denn er hat ihn gefragt, wie heißest du? Dann antwortet er, was fragst du mich nach meinem Namen? Kann ihn nicht sagen. Ein Dämon darf den Namen nicht preisgeben, das Passwort. Sonst kann man ihn kontaktieren. Und gegen den Schluss sagt dieser Dämon, lass mich los. Es tagt. Der Dämon würde sofort, sobald die Sonne aufgeht, seine Kraft verlieren und könnte sein Unwesen nicht mehr treiben. Sie treiben das nur im Dunkel der Nacht. Der Kampf bleibt also unentschieden, aber Jakob weiß am anderen Morgen, da ist Gott mir zur Seite gestanden. Dieses Thema darzustellen ist natürlich faszinierend. Ich denke, auch wir kennen diesen Bibelsatz. Er ist uns bekannt. Das heißt, wir sind besonders interessiert, wie wird das nun musikalisiert. Und Sie haben gesehen, diese Kette, die Quarte, das aufbaut mit dieser Spannung. Die Wellenbewegung hinauf, die Wellenbewegung hinunter. Und wenn wir jetzt Folgendes machen, dass Sie bei Bertha nachschauen können, ich habe beide Stimmen übereinander geschrieben, also nicht nacheinander, sondern übereinander, werden Sie Folgendes hören. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn. Sie haben gehört, wir machen die genau gleiche Bewegung, außer ein paar kleinen Anpassungen an die Tonleiter, an den chromatischen Satz. Also es ist ein Kanon. Und nicht eine wird trara, das tönt wie Jagdgesang, trara, das tönt wie Jagdgesang, trara, das tönt wie Jagdgesang. Da kommt man besser mit. Das ist einer dieser komplizierten Kanone, die Bach verwendete. In den kanonischen Veränderungen gibt es die in vielen Spätwerken und, wie Sie wissen, auch in den Goldberg-Variationen. Da hat es gegen die 10 Kanon Bildungen, die man gar nicht als Kanon hört. Wunderbar. Und hier ist dieser Kanon jetzt von uns bewiesen. Hören Sie doch zum Schluss nochmals, wenn wir beide den Kanon so singen, wie Bach ihn gesetzt hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn. Und dann immer wieder dieses Motiv, der Streicher, der Bläser und so. Eine wundersame, sechsstimmige Angelegenheit. Wir haben sie in einem Kreis angeordnet, damit nicht die Sänger hier vorne und die Instrumente hier hinten, sondern dass man hört, alle sechs Stimmen, alle genau gleich wichtig. Und jetzt dann dieses Stück, das doch eigentlich vollständig geklungen hat. So, wir bräuchten keine Nebenstimmen. Aber Bach ist immer sehr reichhaltig, wie eine gute Köchin, wo noch dazu ein paar Radiesli und ein paar Krevetten mit sortierten und so weiter. Eine Arie 2 folgt für Oboe d'Amore, Tenor und Continuo. Ein langes und schweres Stück.
Karl, möchtest du uns etwas zum Text sagen? Es ist gleichsam die Fortsetzung von dem, was folgen muss. Im Alten Testament ist dazu gesetzt worden, später, dass es heißt, Jakob, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel heißen, denn du hast mit Gott gekämpft. Und aus dieser Übertragung her ist dann die Bedeutung dieses Satzes anders geworden. Ursprünglich hätte es ja nur heißen können, dass der Jakob den bösen Geist bittet, etwas von seiner Kraft abzugeben. Aber hier wird das nun weiter interpretiert und sagt, da ist Gott begegnet und er wird um Segen gebeten. Und darum geht es jetzt nicht mehr irgendwie zu kämpfen, sondern daran festzuhalten. Eigentlich ein Begriff, eine Erklärung für das, was Glauben heißt. Festzuhalten, ich halte meinen Jesum feste, ich lasse ihn nun ewig nicht. Er ist allein mein Aufenthalt, drum fasst mein Glaube mit Gewalt sein segensreiches Angesicht. Denn dieser Trost ist doch der beste, ich halte meinen Jesum feste. Glauben als Festhalten durch dick und dünn an Jesus Christus. Auch in der Motette, die Bach sehr früh geschrieben hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die Harmonie gefällt mir. Du lassest mich nicht, ich segnest du denn. Kommt in der zweiten Zeile sofort, mein Jesus, nein, ich lasse dich nicht. Also diese beiden Wörter scheinen ganz stark miteinander verbunden zu sein. Was singt unser Tenor? Ich halte meinen Jesus feste. Danke. Was tut er? Er hält Jesus fest. Das ist absolut hörbar. Kein Problem. Bei dieser Arie, die nicht aufhören will, ist es so spannend zu hören, welches Wort wird jetzt betont vom Tenor. Man kann meinen Jesu feste halten, aber die Begeisterung ist groß. Was spielt eigentlich die Oboe? Und hier die Rühmta, hier die Ra, hier die Da, hier die dieses Team es hat natürlich etwas Romantisches an sich. Man könnte aber auch ein altes englisches Volkslied drin hören. Und immer wenn Bach die Quinte, also 1, 2, 3, 4, 5, in die Hauptnote nimmt, wie bei der Flötensonate zum Beispiel. Diese Quinte hat etwas, I would say in English, haunting. Also etwas, es ruft mich, als ob ich etwas von Weitem hören würde. Eine gewisse Sehnsucht empfinde ich bei diesem Ton. Wenn du nochmals... Auch hier, bei ich will bei meinem Jesu bleiben, genau das gleiche Thema, oder? Wird gekreuzigt und der Tenor singt, ich will bei ihm bleiben. Hören Sie die obere Quinte, die hat diese gleiche Qualität. Ich will bei meinem Jesu bleiben. Dann schlafen unsere Sünden. Dann kommt wohl der Tenor, ein bisschen Dur, wieder Moll, bedeckt, Steigerung,
noch mehr die Basslinie da, ri, da, ri, 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 da. Und irritierend plötzlich so Verzierungen. Was ist das? Kann das vielleicht etwas bedeuten? Wir müssen zuwarten, wir machen gleich weiter. Hier wird das Wort ewig, ewig nicht. Jetzt kommt die Oboe und macht. Wer hätte echt recht? Ja, genau. Ich muss mich auflösen. Das heißt, es kommt zu einer Dissonanz aus dem gleichen Ton heraus. Ich halte ihn fest, es ist alles so eng. Oboe und Tenor, eine hohe Männerstimme und ein tiefes Bläserinstrument. Faszinierend, wie er mit dem arbeitet. Nun aber die Frage, was sollten dann diese, Achtung Karlsson, eine schwere Frage jetzt denn, mache dich bereit, mein Herz, du. Ich will gut aufpassen. Konsultatio ist jetzt notwendig. Und nicht Konsolatio oder höchstens nachher. Könntest du die Stelle vielleicht einmal singen? Im B-Teil heißt es, er ist allein mein Aufenthalt, drum fasst mein Glaube mit Gewalt sein segenreiches Angesicht. Er ist allein mein Aufenthalt, drum fasst mein Glaube mit Das sind die Koloraturen, die dieser Herr Raphael Höhn in 3 Stunden. Nein, er hat sie nicht gesungen. Im Zug hat er nämlich gesagt, ich kann nicht laut singen. Gut, das wäre ein sauguter Trick gewesen, zum schauen, dass möglichst viele Leute aus dem Wagen gehen. singen Sie entweder oder nehmen Sie Appenzeller, Räser, Käse in den Rucksack. Dann können Sie sicher, Sie hätte die gleiche Wirkung. Nun, Spaß beiseite. Karl, eine Frage. Es handelt sich jetzt hier um Gewalt. Wie würdest du diese Gewalt interpretieren in theologischem Sinn und im Sinn auch unseres Textdichters, nämlich Picander himself, der hat ja die Textworte für die Matthäus-Passion geschrieben. Und dieser Herr Ratsherr hat sich also gute Leute für seine Beerdigung angeln können. Bach himself und Mr. Picander und dann noch Texte von Lehms in einem zweiten Teil, der nicht mehr für die Kantate verwendet. Jetzt Karl. Ja, das ist natürlich nicht im Sinn von gewalttätig zu verstehen, sondern im Sinn von mit aller Kraft will ich an Jesus festhalten. Was mir so gefällt, er ist allein mein Aufenthalt, hier werde ich sein und mein Glaube fasst mit Gewalt sein segenreiches Angesicht. Wenn man sich das vorstellt, diese Sprache, dieses Sprachbild, und das hat Bach so interpretiert mit diesen schwungreichen Bewegungen in einer sehr elegischen Arie. Eine der ganz schweren Arien, wie ich von unserem Tenor bestätigt erhielt, und du hättest ja fast heute Abend das gesungen. Ein komisches Gefühl, oder? Es ist stressig, also man ist natürlich geehrt, dass man so kurzfristig einspringen darf, aber es ist dann, ja, wenn man es dann machen muss, dann ist man unglaublich nervös, weil normalerweise bereitet man so ein Stück, gerade so ein komplexes Stück, vielleicht 2 Monate vorher schon einmal bereitet man das erste Mal vor und dann vielleicht 1 Monat nochmal und dann 1 bis 2 Wochen vorher schaut man es dann richtig an, dass es so richtig im Körper und in der Seele und in der Stimme sitzt. Und ja, das ist innerhalb von 3 Stunden im Zug ein bisschen schwierig.
Aber die Devise unseres Bosses heißt, es kann nicht irgendetwas schiefgehen. Es muss eine Lösung gefunden werden. Fertig. Das war letztes Mal ja im September auch, als unser Trompeter in der Hauptprobe zusammenstürzte. Und wir das Glück hatten, Patrick Hendricks dann zu bekommen. Das ist halt einfach ganz anders bei den Pfarrherren. Weil sie fester im Glauben stehen, oder warum? Was denkst du? Sie leben solider. Ja, ja, das stimmt natürlich. Nur Lindenblütentee und ein halbes Gutzli. Nein, wissen Sie, ich glaube, die Stimme ist etwas vom Heikelsten. Und da braucht es nichts und sie funktioniert nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass Bach mit diesen Problemen auch immer wieder gekämpft hat. Und wenn man denkt, wie schnell die Leute ihre Stimmen singen mussten. Nun gehen wir weiter zum Rezitativ. Schauen Sie doch in Ihrem Textbuch nach, Nummer 3. Ein Liebesbekenntnis. Mein lieber Jesu, du, wenn ich Verdruss und Kummer leide, so bist du meine Freude. Danke. Haben Sie gehört, zuerst Dur mit dem Choral? Ach Gott, du frommer Gott. Und jetzt Verdruss. Klar. Und die Freude wieder in Dur. Wir singen weiter. In Unruh meine Ruh und in der Angst mein sanftes Bette. Wenn Sie Buchstabe C in meinem Arbeitsblatt noch dazu nehmen, sehen Sie gleich diese Stelle mit den wunderbaren Violinen. Das sanfte Bette nehmen wir doch und hin. Und in der Angst mein sanftes Bette. Weiter. Die falsche Welt ist nicht getreu, der Himmel muss veralten. Komische Wendung. Haben Sie es musikalisch gehört? Und was heißt das, Karl? Kann ein Himmel veralten? Der Himmel, der von der Welt versprochen wird, wie es da heißt, die Lust der Welt vergeht wie Spreu. Also was die Welt da alles uns vom Himmel herab verspricht, das wird veraltend. Aber nachher ist ja eben von dem Himmel die Rede, der hier vom Glauben angesprochen wird. Und jetzt, die Lust der Welt vergeht wie Spreu. Die Lust der Welt vergeht wie Spreu, wenn ich dich nicht, mein Jesu, hatte. An wen soll ich mich sonst halten? Drum lass ich nimmer mehr von dir. Dein Segen bleibe denn bei mir. Und wenn Sie ja bei C2 schauen, wie Bach das macht. Dein Segen bleibe denn bei mir. Er schließt ab und die Musik entwickelt sich, als ob es diese segende Geste wäre. Bach at his best. Also Matthäus Passion hinter sich, er kann schreiben mühelos. Und dann kommt irgendeine fürchterliche, komische Stimme, die heißt Violetta. Ist eine andere Bezeichnung für Viola. Und die Stimme ist plump, hat Fehler. Die Überlieferung, wahrscheinlich ist es der Herr Penzel selber, zeigt, Herr Bachs Schüler war da nicht besonders sorgsam, hat aber wahrscheinlich die Kantate genommen und eingerichtet für einen Sonntag, nämlich den Sonntag vom alten Simeon.
ob wir Zeit haben, über den zu reden. Karl, du wirst ja noch Predigt lesen. Ja. Aber jedenfalls eine Übertragung. Und was macht ein Kantor? Er sagt, ich brauche ein Stück. Ich schaue, ich habe da eine Musik. Ah ja, das stimmt. Da, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn das geht doch wunderbar. Der mit dem Jesuskindlein in den Armen, jetzt kann ich abdampfen. Ich habe ihn gehabt auf meinen Armen. Eine wunderbare Geschichte, die ich immer wieder sehr gerne habe. Deutet diese Musik um und sagt, ich habe aber Streicher. Was mache ich mit den Streichern? Die baue ich doch ein. Klar, also, ich schreibe noch eine Bratsche. Meine Bratsche, Ibschistin, und mein Orchester waren nicht besonders angetan von der Bratschenstimme von Herrn Penzel und haben Herrn Lutzel nachher gefragt, würdest du uns eine schreiben? Und sie wurde genehmigt und wird heute zur Uraufführung gebracht. Ich hatte natürlich Angst, sie wird sicherlich nicht anders, aber vielleicht, sie wird sicher anders, aber wahrscheinlich gleich schlecht. Aber jedenfalls, wir haben uns Mühe gegeben. Aber wie Sie sehen, Kantorenpraxis nicht nur damals, sondern auch heutzutage. Jetzt aber zum Herzstück des Gottesdienstes. Nebst einer wunderbaren Kantate 1 und einer wunderbaren Kantate 2, in der Mitte die Leichenpredigt, 60 Minuten. Karl, verschon uns bitte. Aber ein bisschen Ausschnitte zu hören, wie klang das? Und ich glaube, wir setzen uns in Tränen nieder, Raphael. Oder in Andacht nieder und bewundern Karl und seine hehren Worte. Ja, nicht wahr? Wir haben uns oft gefragt, es wäre doch gut, wenn man einmal erfahren könnte, wie zu einer Kantate, die wir hier hörten, gepredigt worden ist. Immer wussten wir, welcher Pfarrer dran war, aber die Predigt war nie erhalten. Hier ist diese Trauerfeier, später alle Texte, auch der Kantatentext, abgedruckt worden. Die Predigt muss über eine Stunde gedauert haben, denn sie umfasst etwa 40 Seiten in diesem Buch. Aber ich möchte Ihnen eine Kostprobe vermitteln. Das klingt dann so. Herrgott Zebaoth, tröste alle in dieser Trauerversammlung Begriffene. Lass dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Amen. Wisset ihr nicht, dass auf diesen Tag ein Großer in Israel gefallen ist? Mit diesem Jammerliede beseufzet David den unglücklichen Tag, an welchem der in Israel berühmte Held Abner schändlich umgebracht und getötet worden ist. Er nennt den Erschlagenen einen Fürsten und Großen in Israel, der bei allem Volke in großer Autorität und Ansehen gestanden. Diese Trauerklage borge ich heute dem David aus und rufe Ihnen allen zu, wisset ihr nicht, dass auf diesen Tag ein Großer in Israel gefallen ist, ein Großer vom geistlichen Israel. Einer von den Magnaten und Großen unseres Sachsenlandes, ein hochverdientes Haupt einer hochherrlichen Familie, der Senior und Älteste aus dem berühmten ponikauischen Stammhause, die Zierde und Krone seines hohen Geschlechtes, der Weiland hochwohlgeborene Herr Johann Christoph von Ponikau, Ihro königlichen Majestät in Polen und kurfürstlichen Durchlaucht zu Sachsen, wie auch Ihre Hoheit der königlichen Frau Mutter, hochbestallt gewesener Kammerherr, Rats- und Stiftshauptmann zu Wurzen und hochgeehrter Kirchenpatron. Eine tragende Säule ist niedergerissen. Ein schattenspendender Zederbaum ist gefallen. Ein Schiff mit Nahrungssegen und Gütern ist untergegangen. Ein Stern primae magnitudinis ist erschlossen. Gestorben allerdings nicht wie der Feldherr Abner im Krieg, sondern nach dem unerforschlichen Willen Gottes. Es klagen trauernd die hochbekümmerte Frau Witwe, die hinterlassenen hochherrlichen Kinder, respektive Herren Söhne, Frauen und Fräulein Töchter, die Bediensteten und Untertanen. Aber wir wollen Gott im Himmel Recht geben und Maß halten mit Klagen und Trauern.
Wer seine Sünde bekennt und Christus im Glauben ergreift, kann selig sterben. Oh, schönes Ende! Ein glücklicher Todestag! Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Vergönnt mir, allerteuerste Seelen, dass ich Ihnen diesen Ausspruch des königlichen Predigers Salomonis, Kohelet, zu bedenken überlasse. Er deucht fast ganz paradox und wunderseltsam. Allein, wenn man erwägt den Zustand und Eitelkeiten dieses Lebens, wird man dem weisen Salomo leichtlich Beifall geben. Dies iste, quem tamquam in extremum reformidas aeterniet natalus est, schreibt der weise Seneca. Der Tag, den man als den letzten befürchtet, ist als Geburtstag des ewigen Lebens anzusehen. Ich weiß, der Herr gönnte dem Wohlseligen in der Welt manche Ehren-, Glücks- und Freudentage, an welchem er guter Dinge und im Herrn fröhlich sein konnte. Allein, wie ein heller Himmel gar leicht eine trübe Wolke mit einfährt, also wurden solche wieder in Leidtage verwandelt. Fast jeder Tag des Lebens hat seine Plage. Aber der Todestag bringt das Ende alles Elends. Er ist Geburtstag des ewigen Lebens. Unser hochseliger Herr Kammerherr von Ponickau fand ein gesegnetes und glückliches Ende, weil er sich wie Jakob so feste an den einzigen Seligmacher hielt und dieses Symbolum erwählte, Bekenntnis. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, das jetzt auszulegen ist. Es hat wohl der alte, fromme Simeon keinen glücklicheren Tag auf der Welt gehabt, als da er seinen Heiland Jesum auf die Arme nahm und mit ihm Himmel anfliegen wollte, zumal, wenn es wahr ist, dass er nach diesem Seufzer, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, sogleich hingesunken und verschieden sei. Und Jakob rief in seinem Kampf am Jabok: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wer war denn der Mann, der mit Jakob kämpfte? Prokopius sagt, es sei ein böser Engel oder Teufel. Und Josephus nennt es ein Gespenst. Behüte Gott, wer wollte auch vom Teufel Segen erbitten? In diesem Engel erscheint der Sohn Gottes selber. Er greift Jakob an als Feind, aber er ist auch sein Gehülfe und wirkt göttliche Kräfte in ihm. Mit Gott kämpfen und doch obsiegen und ihn halten, das ist Gottes Werk. So hat es auch der wohlselige Herr Kammerherr erfahren. Was nun der Wohlselige für ein überaus fleißiger Beter gewesen, ist allen denen bekannt, die um ihn gewesen. Welcher Jesum, den ewigen König in seinem Herzen hat, wird keinen Mangel haben. Gott hat den Hochseligen mit Wohltaten überschüttet und gesegnet, mit guter Gesundheit und einer edlen Seele, mit Autorität und Gunst beim Volke. Er konnte zweimal das süße Vergnügen einer glücklichen Ehe genießen, hatte Freude an den Kindern, in Klammer, aus erster Ehe 8 Kinder und aus zweiter Ehe 5 Kinder. Besaß schöne Güter und Ländereien. Er erreichte mit 74 Jahren ein höheres Alter als alle seine edlen Vorfahren. Er starb am Festtag der Reformation Lutheri, 31. Oktober. Der Todestag ist der Geburtstag zum ewigen Leben. Warum sollen die hinterlassenen Leidtragenden sich so sehr betrüben? Sie gönnen doch ihrem lebenswerten Gemahl, Herrn Vater und werten Herzensfreunde die erlangte Besserung und glückliche Änderung seines Zustandes. Sie wissen, dass er nunmehr gleichsam neu geboren worden. Meinen Jesum lasse ich nicht, geh ihm ewig an der Seite,
Christus lässt mich für und für zu dem Lebensbächlein leiten. Selig, wer mit mir so spricht. Meinen Jesum lasse ich nicht. Amen. Und als gleichsam eine Vorausnahme von diesen Worten, die Karl uns vorgelesen hat, eindrücklich, wie bibelfest diese Pfarrer waren und überall zitiert haben, was uns Petzold ja immer wieder sagt, kommt dann diese herrliche Arie, ja, ja, ich halte Jesum feste. Und zwar habe ich den Eindruck, es sei ein brandenburgisches Konzert, aber mit den zarten Instrumenten der Trauerfeier, nämlich der Violine und der Flauto Traverso. Manche Forscher sagen, es könnte auch eine Viola d'amore sein, denn die hohen Lagen werden kaum bewegt. Das heißt, ein noch zarteres Instrument. Hören Sie ein paar von diesen Klängen. Die Flöte. Was? Ja, ja, ich halte Jesum feste. Der göttliche Nektar, Ambrosius, Ambrosia. Man hat wirklich den Eindruck, man ist im Himmel. Und wenn Sie diese Figur hören, der Viola d'Amore, damit ist wieder einmal gezeigt, dass Bach ein Appenzeller war. Ja. Ich habe vom Magisterium Maximum gelernt, dass man interessante Beweise einfach mit Überzeugung darstellen muss. Das läuft so. Und plötzlich macht diese Musik Folgendes. Ei, wie vergnügt ist mir mein Sterbekasten. Das Erstaunen, dass mein Sterbekasten Vergnügen bereiten könnte. Warum? Weil Jesus mir in den Armen liegt. Das ist doch ein bisschen erklärungsbedürftig, Herr von Ponikau. Was heißt das, ein Sterbenskasten? Sicherlich ein Sarg, oder? Nein, da hat man nicht zwei drin Platz. Es ist ein altes Wort für das Bett. Das Sterbebett, das ist das Bett. Und die alten Betten sind ja so, also was Kasten heißt, das im schweizerischen Hochdeutsch Kiste, oder? Also eine Kiste und da ist Polster drin und das Leintuch drüber, das ist das Bett. Oder den im Militär etwas anderes, gell? Ja, Kiste, gell? Ja, ja. Nun kommt dann noch dazu ein Adagio. O schöner Ort, komm sanfter Tod. BWV 56, Kreuzstabkantate. Auch hier, wenn es um diesen Moment geht. Aber es war doch eindrücklich zu hören, der Geburtstag für das ewige Leben. Es wäre ja schon ein wunderbares Wort, wenn das so hineinginge. Oder vielleicht geht's hinein. I don't want to talk about this now. Jedenfalls, man spürt, Bach ist das eine ganz wichtige Botschaft. Die Arie endet fröhlich und es kommt der Schlusschoral. Und ich bitte Sie nun zum Schluss unserer Einführung unter der kundigen Leitung unseres Tenors, die Melodiestimme zu singen. Sie haben aber auch Möglichkeit, bei Eduard einen Alt zu singen oder Sie können auch den Bass singen, der ist besonders schön, oder den Tenor.
Jedenfalls wählen wir ein gewichtiges, inniges, großes Tempo. Es hat schon viel, diese These, dass der Choral der langsamste Musikgesang überhaupt war in der Barockzeit. Wir werden heute versuchen, unser Tempo größer zu machen, noch größer. Und ich möchte Ihnen jetzt schon verraten, wenn wir die zweite Kantate beendet haben, werde ich mich zu Ihnen wenden und wir singen da mit dem gesamten Ensemble diesen Choral miteinander. Abgemacht? Und ein bisschen töniger als vorher, gell? Jetzt meinen herzlichsten Dank an meine beiden Kollegen, unser Standby Raphael Höhn, Karl Graf, himself the great prediger von Leipzig-Ponickau und Old Rudy mit Lady Roland.